So, hallo. Ich begrüße euch zu Kirby und das vergessene Land. Letztes Mal haben wir dieses Level hier gespielt. Jetzt machen wir erstmal kurz ein paar Schatzstraßen und dann können wir auch schon ins letzte Level von Welt 6 gehen. Und dann bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. So, aber jetzt erstmal zwei Schatzstraßen, die wir noch nicht uns angeschaut haben. Sturmtornado-Schatz, jawohl, den haben wir erst bekommen. Oh, das ist eine Kampfprüfung. Oh je, okay. Nein, ich habe die nicht mitgenommen. Okay, passt. So. Bedeutet aber am Ende wahrscheinlich dann gegen die zwei Sturmvögelviecher. Okay, mal gucken, wie wir da zurechtkommen. Okay, mach dich weg. So, gut, haben wir auch schon. Normalerweise kam nach den ersten zwei Arenen dann immer schon der Kampf. Hallo, Segel halt nicht. Mein Gott, was machst du denn? Ja, da sind die zwei. Genau, euch zwei meine ich. Bleib einfach mal bei dem und geh einfach mal ordentlich drauf. Das müsste doch eigentlich ganz gut funktionieren. Dann noch den Block mitnehmen, den auch noch reinknallen. So. Ein bisschen hin und her. Aua. Ah komm, wir haben es doch fast. Du willst mich doch jetzt nicht hier foppen. Oh mein Gott, 32. Nein, ich werde es nicht schaffen, weil der Weg länger wird. Der Weg wird länger. Oh nein, 3 Millisekunden. Okay, nochmal. Ach, komm schon. Das ist doch... Ach, das ist doch bescheuert. Ach, das ist doch bescheuert. 3 Millisekunden. Willst du mich... Oh mein Gott. Gleich nochmal rein da. Gleich nochmal rein da. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Lief schon mal besser. Und ich kann ja auch hier den Weg mit Tornado gehen. Also, das war ja komplett bescheuert, dass ich darüber geflogen bin. Wieso ist denn der da drüben noch? Mach dich weg. Ah, es hat viel zu lange gedauert. Scheiße. Hallo. Ja, viel zu lange hier unterwegs. So, rüber da. Okay. Mache ich so wenig Schaden? Mann! Ah, wieder nicht geschafft. Okay, das war gut.
Hallo. Das war deutlich besser. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war deutlich besser und schneller. Alter! Ich mach einfach nicht schnell genug Schaden gegen die, das gibt's doch nicht. Das zieht euch mal rein, wie lange ich da brauche. Wieso war ich denn vorhin so schnell und jetzt schaffe ich das überhaupt nicht mehr ansatzweise? Was habe ich denn da anders gemacht? Da bin ich sogar noch hier rüber geflogen und war am Ende schneller. Was? Kann gar nicht sein. Wieso ist der da drüben jetzt wieder? Was zur Hölle? Okay, das war schlecht. Ah, geht noch. Geht gerade so durch. Aber nicht optimal. Gar nicht optimal. So. Habe ich die Boxen sinnvoller genutzt vielleicht? Kann es sein? Dass ich die vorne irgendwie kaputt gemacht habe und nicht eingesetzt habe vernünftig? Ist das denkbar? Oh, ich kann nicht die Sterne von... Ich kann bestimmt die Sterne von denen mitnehmen und damit mehr Schaden machen. Ich muss auf die Sterne von denen gehen. Natürlich. Dafür müssen die erstmal wieder Sterne machen. Ja, scheiße. Jetzt kommt gar nichts mehr. Ja, jetzt hätte ich schon längst durchs Ziel gemusst. Aber kann ich die Sterne mitnehmen und mal kurz testen? Oh, jetzt werden sie eh tot, okay. Fuck. Fuck. War das Zufall, dass ich das vorhin so schnell gemacht hatte? Es war kein Können, es war purer Zufall. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Diesmal aber alles weg. Einmal rum. Oh, das war clean. Oh, der da drüben hat es nicht erwischt. Oh, doch, ich habe ihn noch erwischt. Nice. Okay. Ah, geh mir nicht auf den Keks. Ey, das muss doch jetzt... Nein, das reicht wieder. Oh nein, 32.
31. 30. Oh. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Diesmal bleibe ich bei dem, bis der drauf geht. So, weil dann haben wir hier nämlich viel mehr Zeit gleich. Ja, sehr schön. Sehr gut. Okay, das war dann, glaube ich, ganz clean. Also, jetzt haben wir's. Aber diesmal bleibt auch massig Zeit übrig. Oh Mann. Es war immer so knapp und jetzt bleibt einfach 5 Sekunden übrig. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar mit diesen Zeitmissionen. Ah, okay. Immerhin geschafft. Weg damit. Abgehakt. Weg damit. Puh. So. Wo ist der andere? Hier, ne? Ja, hier. Multistopfer. Oh, jetzt werden... Okay, okay. Jetzt kommen alle möglichen Fähigkeiten dran. Jetzt habe ich Angst. Oh je. Oh je. Oh je, das wird jetzt richtig kritisch. Ich sehe das schon kommen. Der Dosenautomat wahrscheinlich gleich. Jo. Nein, raus. Und rein. Klappe. Okay, jetzt kommt gleich der Ring. Auf die Nerven. Go, 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 go. Nein, go. Nicht aufhalten lassen. Oh, come on. Oh, scheiße. Nein! Oh, dann ist man vorne wieder. Oh. Ja, aber es ist, ja. Also dann nichts riskieren hier, sondern vorfahren. Okay. Ach, scheiße. Nein, ich brauche den Wind. Braucht den Wind noch, dann ist hier die Wasserfähigkeit. Ah. Wait, aber dann kann ich doch von hier da auch rüberfliegen. Ist das nicht schneller?
Ist das hier rüberschweben nicht noch schneller? Was? Warum gehe ich denn dann da oben lang? So, die schnell weg und dann geht's hier noch rein. Oh mein Gott. Da gehen wir doch nicht auf die Nerven. Eieiei. Oh, das wird zeitlich eine ganz kritische Geschichte. Jetzt wird noch Auto gefahren, klar. Ich hoffe, die haben die Zeit nicht allzu fies gemacht. Weil das kann böse werden. Oh, das kann richtig böse werden. Da musst du ja so viel beachten. Da ist dann das Ziel. Okay, wie viel darf ich? Wie viel darf ich schneller? Muss ich schneller werden? Eine halbe Minute. Okay, alles klar. Puh. Das probieren wir nur einmal. Das wäre sonst auch was, was wir später machen. So wie das Kirby-Ding. Ach du Schande. Ich hasse das so sehr, ne? Dass man mit den Wasserdingern nie vernünftig trifft. Das ist so... Oh. So, weg mit dir. Der Getränkeautomat ist ja wirklich richtig kurz. Also der ist ja eigentlich nur... Hey... Du machst es hier auf. Und dann war das es eigentlich auch schon. Dann holt man sich jetzt ja schon den Ring. Ich meine, ich weiß jetzt natürlich an der Stelle, an der ich vorhin weiter bin, dass ich da nicht weiter darf, sondern dass ich da erst... Ja, hier habe ich vor allem richtig viel Zeit verloren. Okay, das läuft gut. Das war gut. Aber wieso sollte ich jetzt oben rum? Also das verstehe ich nicht. Warum sollte ich da oben rum? Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich bin doch nicht schneller da oben rum. Das erzählt mir doch keiner. Ich auch einfach nur möglichst schnell durch. Ja, alles kaputt machen und dann raus da. Ja, scheiß drauf. So, jetzt kommt das Auto noch. Da verliere ich eh keine Energie. Also die Energie ist völlig egal. Nein! Oh mein Gott. Aber beim Auto muss ich halt abkürzen, was nur geht. Aber da geht halt nicht viel zum Abkürzen. Yikes. Oh mein Gott, das war... Nein! Mach nicht diesen. Oh Gott, wie viel bin ich zu langsam? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Oh mein Gott, ich hätte 5 Sekunden noch mehr haben dürfen. Yo, es ist durch. Sehr schön. Dann war das vorne einfach nur, weil ich den Weg nicht wusste. Okay.
So, dann können wir jetzt hier hingehen. Ich bin gespannt. In Gegenwart des Königs. Natürlich gibt es erstmal die klassische Maxi-Tomate. Und was wird mir dann so angeboten? Ja, der Entdecker. Der Eisdings. Das ist Schwert, ne? Ja, wir nehmen auf jeden Fall Schwert. Wir nehmen auf jeden Fall Schwert. Und der Wind. Ist es wieder DDD? Oder ist es nochmal jemand anders? Es ist wieder DDD. Es ist erstmal wieder DDD. Das. Oder? Oder ist es nur eine Art. Oder, nee, das ist nicht DDD. Das ist jemand anders. Verges DDD, okay. Es ist eine Art DDD, wie ich es gesagt habe, tatsächlich. Faszinierend. Oh mein Gott, okay, er trifft mich von da oben. Wobei, doch, das ist DDD mit Maske auf. Was zum... Okay, da ist auch gleich down. Das heißt, die Maske fällt jetzt wahrscheinlich ab und dann kommt der richtige DDD raus. Ist der manipuliert oder so? Was ist denn da los? Auf jeden Fall die krasse DDD-Musik im Hintergrund. Also, ist noch viel zu einfach. Also, ich meine, für den normalen Bosskampf ist es zu einfach. Für ohne Schaden wird es eine ganz interessante Geschichte wieder. So. War es das jetzt schon? Das scheint so. Weiche dem Feuerangriff. Okay, habe ich scheinbar nicht getroffen. Gut. Okay, Zeit haben wir auch geschafft. Aber natürlich nicht, was wir nicht geschafft haben, ist natürlich klar, die... Mit einer zu Stufe 2 entwickelten Spezial... Okay, ja, gut. Dann haben wir, glaube ich, die normalen Missionen geschafft und nur noch nicht die, ohne Hit. Das ging ja ganz gut. Aber jetzt wird es spannend, was jetzt passiert, weil ich bin sicher, DDD ist hier nicht der Endgegner. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war es noch nie in Kirby. Es war immer irgend so ein Albtraummonster, was weiß ich, Viech. Ja, klar, ohne Schaden. Ja, da können wir uns jetzt noch ein bisschen rumprobieren, was wir da am besten machen. Ja, ja, der war irgendwie manipuliert oder so. Aber in der Eisfestung hat er noch nicht manipuliert gewirkt. Naja, also die kleinen Gegner hätten jetzt keinem wehgetan. Die verprügeln wir schon die ganze Zeit. Vor denen müssen wir nicht fliehen. Ja, weil da so viele kommen. Als ob das jetzt eine Gefahr wäre. Da hätten sie das schon ein bisschen dramatischer darstellen müssen. Die paar Viecher sind jetzt keine Gefahr. Ja, nee, ist klar. Dann metzeln wir uns doch problemlos durch. Labor Discovera. Okay. Automatische Spracherkennung aktiviert. Oh, ist das leise. Authentifizierung. Zugangscode bestätigt. Initiierung des Gebäudenavigationsprotokolls.
Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen lauter. Ich habe es sehr leise irgendwie. Willkommen, Besucher, zur Traumentdeckungstour in unserem Labor. Im Labor Discoverer. What? Während nee, nicht überspringen. Während des spannenden Rundgangs werden Sie die ultimative Lebensform kennenlernen. Spezimen ID F86. Vom Moment seiner Ankunft auf unserem Planeten führte ID F86 einen Feldzug der Zerstörung, der unsere heimische Tierwelt zu bedrohen schien. Unseren Forschern glückte jedoch die Gefangennahme, bevor es seine Invasionspläne umsetzen konnte. Kurz darauf begann unser Labor die Erforschung der Teleportationsfähigkeiten von ID F86 und Untersuchungen, die das Fundament unserer heutigen planetarischen Teleportationstechnologie bilden. Okay, what the heck? 30 Jahre nach Forschungsbeginn kam es infolge eines Laborexperiments jedoch zu einem Zwischenfall. Dabei gelang einer neuen Lebensform die Flucht, die sich vom Hauptspezimen abspaltete. Sie wurde bislang noch nicht gefunden. Seit diesem Ereignis zeigt IDF86 keinerlei Aktivität mehr. Es befindet sich nun in permanenter Stasis innerhalb der maßgefertigten Ewigkeitskapsel hier im obersten Stockwerk des Labors Discoverer. Wait, geht es jetzt gleich weiter? Und da wären wir auch schon. Begrüßen wir die ultimative Lebensform. Spezimen ID F86. Kann ich nicht nochmal zurück und jetzt erstmal ohne Schaden DDD spielen? Okay, ja, dann spielen wir doch gleich weiter. Warum nicht? Dann schließen wir die Story halt erstmal ab. Hab ich auch nichts dagegen. Bruder. Nur genau ein Uros eindringlich. Ist das nicht ein wundervoller Anblick? Wer bist du denn jetzt? Dabei verfügt der große Eine nicht einmal über seine vollständige Form. Ohne seine andere Hälfte ist er unvollständig. Vor langer Zeit gewaltete der große Eine den Bewohnern dieser Welt eine wunderbare Kraft. Die Bewohner verließen daraufhin diese Welt und betraten ein Land der Träume. Sobald der große Eine wieder vollständig ist, dann ja, dann wird uns ebenfalls diese wunderbare Kraft verliehen. Uns, die wir in diesem vergessenen Land zurückgelassen wurden. Und nun ist dieser Zeitpunkt endlich gekommen. Ganz recht, diese winzige Kreatur ist die fehlende Hälfte des großen Einen. Nach all der Planung und der Plackerei können wir dem Großen Einen endlich behilflich sein, seine vollständige Form anzunehmen. So viele Jahre träumten wir bereits von diesem Moment. Solltest du uns in die Quere kommen, verputzen wir dich mit Haut und Haaren. Okay, komischer Löwe. Leopold. Ja, moin. Okay. Sag mal, wieso treffe ich denn? Aua! Ja, hat sich jetzt erledigt mit dem Treffen. Jetzt kann ich nicht mehr schießen. Schade. So, Leopold, was sagst du zu meinem Schwert? Aua. Ihn jetzt nicht so sehr. Okay. Vorsicht, ja. Also er ist bisher leichter als DDD, aber das kommt bestimmt noch.
Und er wird ja auch nicht der Endboss sein, wenn also es da schon diese Lebensform gibt. Die kommt sicherlich gleich raus und freut sich eine Runde. Okay, alles klar. Aua, das hat wehgetan, Leopold. Ah, muss ich dem ausweichen? Je nachdem, ob das oben oder unten ist, oder wie? Ja, ist okay, Leopold. Alles klar. Chill mal deine Mähne. Oder so. Aua. Oder wo hast du den Laser her? Okay. Aua. Kommt jetzt wieder Laser? Nein, jetzt kommt wieder die Attacke. Yo, du bist gar nicht gruselig, mein Freund. Also Freunde sind wir nicht. Aua! Aua. Ja, mach das wieder, weil wenn du das nach oben ziehst, dann habe ich genug Zeit, dich anzugreifen. Überhaupt kein Thema. So, und tschüss. Naja, fast. Jetzt macht er nochmal Lasergeschichten. Aber interessiert mich nicht mehr. Tschüssi. Wahrscheinlich verbindet er sich jetzt gleich mit mit dem Ding. Yay. Okay. Okay, ich kann da nicht hin. Gut. Hey, wir haben unseren... Ich habe den Namen vergessen. Wieder befreit. Ich habe keine emotionale Verbindung zu dem Ding aufgebaut. Es tut mir leid. Ich weiß echt nicht, wie das heißt. Finn, Plin, Flinpin, irgendwie sowas. Du wagst es. Plan ruiniert. Wichtiger Plan. Benötigte Arbeiter. Öffne Wirbel. Fand Lakaien. Brachte sie her. Machte großen Fehler. Lästiger rosa Fremdkörper. Sorgfältige Planung zunichte gemacht. Weitere Planung zwecklos. Geduld aufgebraucht. Zielsetzung angepasst. Alles soll verschlungen werden. Ich sag's nochmal, das sind nicht viele. Die verputzen wir mit einem Schwertschlag. Oh lol. Ja, da ist das typische Albtraummonster, was der Endboss von Kirby gerne ist. Uiuiuiui. This is not even my final form. Okay, es ist mehr eine Flucht als ein Kampf. Gut, dann hauen wir halt ab, ne? Auch kein Thema. Hauen wir halt ab. Ultimo Verges. Okay. Okay. Alter, ist das widerlich. Das ist richtig widerlich. Und oh, nicht nur ein bisschen. Wie lang soll die Straße sein? Ja. Oh, jetzt geht die Straße weiter. Okay. Da wäre jetzt eine andere Fähigkeit besser, aber es ist sehr wurscht erstmal. Ich will natürlich das Finale mit dem Schwert bestreiten. Das Meta Knight-Schwert gehört ins Finale, so, das ist einfach das Ding. Der Schlons geht auch nicht weg. Ist in Ordnung. No, ich bin zu langsam. Ja, man könnte natürlich die ganze Zeit angreifen mit den Sternen. Ich weiß das schon. Ich will aber mit dem Schwert kämpfen.
ist vielleicht etwas schlecht in der Situation, zugegeben. Aber es geht. Ja, wirf halt einen Quatsch. Wenn ich mich immer zu ihm hinbegebe, dann ist er jetzt nicht so drama. Oh mein Gott. Nein, mein Schwert ist weg. Scheiße. Okay, die Feuerfähigkeit ist hier natürlich insane gut. Ich meine, er läuft da einfach durch die ganze Zeit. Also die Feuerfähigkeit ist hier insane. Er geht jetzt da durch. Das ist krass. Ich hätte ihn gerne mit dem Schwert besiegt, aber mein Schwert hat er leider gerade verschluckt. Machst du nix. Tschüss. No! Ach, komm schon. Ist das wirklich ein This is not even my final form Ding? Oh je. Okay, es ist wirklich noch nicht vorbei. Wie viele Kämpfe soll die finale Phase haben? Ja. Ich bin fasziniert, ne? Okay, nochmal eine Tomate und nochmal alle Fähigkeiten. Ja, gib mir mein Schwert. Okay, so. Dann jetzt aber finale Phase. Let's go. Ja, das sieht schon mehr wie eine Arena aus. Sheesh. Oh, ein riesiger... Ja, wow, that escalated quickly. Ultimative Lebensform und trotzdem kann sie eine kleine, große Knutschkugel erledigen. Faszinierend. Alles klar, mach auf Tazandra, ist in Ordnung. Aber ich finde schon faszinierend, dass die ultimative Lebensform auch nicht trifft. Aua. Ah, es war gar kein Aua, die hat gar nicht getroffen. Es wirkte nur so. Wow, die ultimative Lebensform ist jetzt nicht so gut im Zielen. Mensch. Aua. Ah, die Musik ist insane gut. Ich würde es gerne lauter machen, das Ganze, aber es gibt ja keine Soundeinstellungen. Aber das sind jetzt alles Bosse, die alle dann ohne Schaden und Dings und alles... Uiuiuiuiuiui. Yo, er zerstört einfach das Ding, okay. Weißt du, wenn Kirby getroffen wird, kleiner Schaden, bisschen Damage. Wenn ein Gebäude getroffen wird, ist einfach weg. Aua. Alter, der Schatten ist insane. Okay, nächste Phase, ich habe Angst. Okay. Vielleicht war es jetzt nicht die beste Idee, aufzuladen. Ja, war nicht die beste Idee aufzuladen, weil ich einfach voll aufs Maul bekomme dadurch. Sheesh. Okay, da geht nochmal richtig ab, der Kollege.
Gelegenheit zum Treffen. Gelegenheit genutzt. Was machst du denn jetzt? Aha. Achso, da wo es sich zusammenzieht, ist der... Nein, er hat sich hochge... Oh mein Gott, okay, das muss ich das nächste Mal sowas von verhindern. Aber da, wo es sich zusammenzieht, ist der Heilpunkt. Also der echte, ich verstehe. Oh mein Gott, der kann sich einfach komplett hochheilen. Das ist ja insane. Okay. Ja, wenn das nochmal kommt, weiß ich, dass es kommt. Okay, jetzt kommt die Dinger wieder. Ich dachte, jetzt kommt der große Knall, aber der kam gar nicht. So, mach deinen Scheiß wieder, komm. Nee, okay, jetzt mach das mal den Quatsch. Okay, das kennen wir noch gar nicht. Alles klar, mach's nochmal. Okay. Kommt jetzt wieder angeflogen. Ja. Aber diesmal weiß ich auch, dass es diese Attacke... Oh mein Gott. Diese Attacke gibt... Und wie wir dem auswählen. Ah, mein Gott. So, hier, weg mit dir. Kusch, kusch, kusch. Mach deine Heilscheiße nochmal. Ich werde es diesmal verhindern. Okay, macht er nicht. Dann macht er den Quatsch nochmal. Ist okay. Ist in Ordnung. Aua. Könnte jetzt energietechnisch ein bisschen kritisch werden. Wenn ich nicht aufpasse. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Okay, so. Oh, ich habe ihn gefunden. Das ist ja witzig. Tschüss. Okay. Ich hol dich da raus. What the heck? Okay, alles klar. Ich mach ja schon. Okay. Yo, so das war jetzt aber der finale Kampf. Also, noch eine finalere Phase kann es eigentlich nicht mehr geben als so einen Kampf. Der war schon cool. Der war schon gut gemacht. Der war schon gut gemacht. Ich finde das krass, wie schnell immer so... Das ist typisch für so Kirby, ne? So die ganze Zeit so, ja, DDD, bisschen hier, bisschen tralala. Und dann plötzlich so Albtraummonster, einfach ultimative Lebensformen und alles Mögliche. Das ist insane. Wieso hat er seine Gestalt noch, wenn Flindings Elf... Ach, Elflin heißt er. Wenn Elflin da raus ist. Was für eine unglaubliche Macht. Ich befürchte, uns steht Schlimmes bevor. Ja, das Postgame. Was ist denn, Kirby? Das ist unsere Heimat. Ja, das ist unser Heimat Planet Pop. Hätte ich jetzt nicht gewusst, wie das Ding heißt, aber das ist Planet Pop. Planet Pop wird in den großen Wirbel gezogen. Er soll mit dieser Welt kollidieren. Nu, wie kannst du nur? Wir müssen das verhindern, aber wie nur? DDD kommt. DDD kommt. Oh, was? Wir verwandeln uns jetzt noch in den LKW, oder was? Ist es wirklich noch nicht vorbei? Was? Alter, die Musik, ne? Alter, was ist dieses Finale? Was spiele ich gerade? Ist die Sonic? Oh Gott. Tschüss. Oh mein Gott. Okay, diesmal passt es, dass ich auf der Straße da unten lande. Ey, Mission auf jeden Fall ohne runterzufallen schaffen. Safe. Aber was ist, also das ist das verrückteste Kirby-Finale ever.
Also, das ist das verrückteste Kirby-Finale ever. Dagegen sind ja die Albtraum-Dreamland-Dinger nichts. Holy shit. Was ist jetzt so? Ich kann nicht mehr steuern. Ach doch, ich steuere noch. Jetzt steuere ich nicht mehr. Scheinbar. Aber wieso hat er seine Form noch? Elflin ist doch raus. Das ist unfair. Der sieht auch so friedlich aus. Der ist gar nicht... Was ist denn jetzt? Okay. Ich drück doch schon Y. Ich drück doch schon mit bekloppter Hilfe. Alter. Okay, wir springen eine Runde. Okay. Ist das gerade... passiert das gerade wirklich? Ich drück doch schon wie ein Bekloppter. Oh mein Gott, mein Finger. Habe ich es geschafft oder war er schneller? Oh nein, er war schneller. Okay, doch nicht. Okay. Ah, jetzt muss ich auch noch hier dingsen. Alles gleichzeitig. Also schnell bin ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich drücken muss. Ich drücke einfach alles. Ich drücke alles, was ich kann. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wie lange muss man das machen? Oh mein Gott. Okay. Ja, es reicht immer noch nicht. Doch, es reicht. Haben wir die ultimative Lebensform gerade wirklich mit dem LKW zerstört? Okay. Hey, wir sind wieder auf Planet Pop. Noch nicht so ganz gesund aus alles, aber ja, ne? Die Verbindung zwischen den Welten. Sie muss geschlossen werden, um jeden Preis. Hey Kirby. Danke für alles. No. Was hat er gesehen? Ah, er taucht wieder auf. Okay. Das dürften jetzt die Credits sein. Na, dann halte ich mal meine Klappe. Was sind das für Schriftzeichen da unten drunter eigentlich? Das ist nicht japanisch. Was ist das? Was soll das sein?
Oder soll das eine Fantasiesprache sein? Ich erkenne das. Ich weiß nicht, was das ist, ne? Oh, Bitter Night. Ja, aber wie viele Bosskämpfe waren das jetzt am Ende? Das war DDD in der Dingsburg-Version. Das war Leopold. Das war die Flucht vor diesem Schleim-Dings. Und das war die ultimative Lebensform. Und das war die Fahrt mit dem LKW. Alter, das Spiel hat 5 finale Bosse. What the heck? Und man wird zwischendurch nicht mehr auf die Weltkarte rausgelassen. Sheesh. Ja, aber also, dann verstehe ich soweit, dass das DDD jetzt manipuliert war. Wieso kam DDD jetzt eigentlich nicht mehr vor? Ich hatte ja vorhin gedacht, DDD kommt zur Rettung, in Anführungszeichen. Der ist ja aber einfach zurückgeblieben. Um sich den wahnsinnig vielen Gegnern zu stellen, die da auf ihn zugerannt sind. Die wird er garantiert nicht einfach besiegt haben. Aber ja, gut, okay. Vielleicht war es auch auf irgendeinem Bild zu sehen. Das kann sein, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich bin jetzt nur echt gespannt, was alles Postgame kommt, weil von den Prozenten her können wir noch lange nicht durch sein. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Leopold, was ist deine Mission? Nix wie was Fortsetzung folgt. Wie Fortsetzung folgt? Hier drinnen noch oder neues Spiel? Was? Oder DLC. Also, was ist deine Mission? Ah, es gibt auch noch Version 4, okay. Okay, da ist das Musikdings. Kann man dann Musik, die Lieder durchhören? Verstehe ich. Und neues Kolosseum, ja, das ist auch klar. Ist ja bisschen was passiert. Sind ein paar Bosse dazugekommen. Ja, das Ultimativ-Turnier. Eieiei. Okay, da habe ich jetzt schon Bammel. Das wird schwierig. Ja, das wird schwierig. Hä, noch mehr aufge... Was? Tatsandra. Okay, hi. Was ist deine Mission? Tatsandra ist zu Besuch in unserer Stadt. Sie sieht leicht verärgert aus. Ja, also sie war ein Gegner. Was willst du? Denkst du auch gerade, was ich denke, Kirby? Kurz nachdem wieder Frieden eingekehrt war, kamen die Tiere zum Feilen vorbei. Doch von Leopold fehlt jede Spur. Bestimmt sucht Tatsandra bereits nach ihm. Vielleicht hat sie ja schon Hinweise auf seinen Verbleib gefunden. Wir sollten sie mal fragen. Wir haben ihn gerade gesehen. Dem geht's nicht so gut. Der hat ein bisschen Probleme. Um die Verbindung zwischen unseren beiden Welten zu trennen, musste ich alle meine Kräfte aufwenden und bin kurz darauf in Ohnmacht gefallen. Doch Tatsandra hat mich gefunden und sich um mich gekümmert. Nur deshalb konnten wir beide uns wiedersehen, Kirby. Falls sie nun also Hilfe braucht, melde ich mich gern freiwillig. Okay, Tatsandra ist dann... Tatsandra ist dann... hier. Postgame, oder wie? Wie geht es dir, Kirby? Was habe ich verpasst? Erzähl mal. König DDD hat die Blaupause. Ist er nicht gerade zu Besuch in der Stadt? What? Okay, hier ist irgendwo König DDD. Alles klar. Nee, dann will ich nicht mehr erfahren. Danke. Okay. Ja, dann gucken wir uns das nächste Mal hier weiter um. Erstmal zu Tatsandra, dann Waffenladen und so weiter. Aber König DDD habe ich noch nicht gesehen. Naja, wir werden ihn finden.
Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.